Hallo, Jutabis, und herzlich willkommen zu Folge 6 von Let's Play Mad Games Tycoon. Das ist die Folge für den Freitag, den 15., wenn ich mich nicht irre. Ja, der 15. Also, schauen wir mal. Letzte Folge, die ich heute aufnehmen werde. Dann geht's weiter. Wieso habe ich eigentlich Raum koordiniert, wenn da eh keiner drin ist, der macht? Egal, Auftragsarbeit. Das kriegt sogar Exene. Warte jetzt. Das ist schon was, wenn man das sagen muss. So, wo ist noch jemand ohne Arbeit? Wir können auf der Liste nicht sein, wir haben ja nichts erstellt. Produktionsaufträge, weiter jetzt. Produziert, bis der Arzt kommt. Ah, so, Features haben wir erforscht, was machen wir jetzt? Das brauchen wir jetzt alles, ne? AAA noch nicht, aber allgemeine Grafik verbessern und so ein Krempel. Na, dann machen wir mal. Stop, Auftragsarbeiten. Und weiter jetzt. Wer von diesen drei Hansen da oben ist eigentlich X-Sane? Da, du kommst hier rüber. Erhöhe du mal die Geschwindigkeit der anderen beiden, da haben wir mehr von. Bei deiner, in Anführungszeichen, Geschwindigkeit. Produktion, weiter geht's, nächste. Mitarbeiter. Komm, wir schauen mal. Alle Jahre wieder. Kamierung. Grafik. Was haben die eigentlich für Anforderungen dafür, dass sie so einen niedrigen Skills haben? Das verstehe ich nicht. Charles Rangsio, Lionello Gam, ihr habt doch gar nichts drauf. Was soll das? Scheiß an mich hier doch. Vielleicht geht's weiter mit den Arbeitern. Dankeschön. So, was hast du? Das geht aber ganz schön schnell bei euch beiden. Was habe ich denn da für Leute an die Arbeit geschickt, sage mal? Ah, die Besten der Besten hier, wa? Das erklärt einiges. Deswegen forschen die auch wie die Götter. Publishing-Angebot? Nee, lass mal. Das, nee. 4 Sterne für Strike. Garantiesumme 400.000, dein Gewinnanteil 41%. Nee, dann müsste ich das ja auch marketisieren und so. Wir könnten die da oben was anderes. Ach, wisst ihr was? Ich habe eine bessere Idee. Engine programmieren. Danke. Optimiert für, ich habe keine Ahnung. Was haben wir denn alles noch nicht? Simulation. Hau rein. Xengine Simulation 20 Nation, oder das heißt. So, 20.000 wie immer und natürlich 20%. Wir wollen Kohle machen. Das lohnt sich. Zufällige Engine noch nicht, aber. Na, dann legt mal los. Entwickelt ihr mal Ruhe. So, unsere Kollegen vom Sound sind auch soweit. Dann können wir es aber eigentlich noch ein bisschen trainieren, weil wir haben ja gerade noch nichts zu machen. Ich kriege gleich wieder einen Anfall. Ich starte Trainingskurs. Das müssen die Werbeaufrufe sein hier drüben oder so. Natürlich. Noch ein bisschen Strafe zahlen, warum nicht? Wir haben es gerade dicke. So, der nächste bitte. Macht da krachen, warum? Ihr habt schon wieder nichts zu tun? Das kann nicht sein. Das sehe ich erklären vorne. Ja, ist gut. Wir holen Geld. Ist okay. So. Forschen. Du. Forschen. Und was auch immer euch gerade einfällt. Wartet mal kurz. Wir müssen gucken, ob die da oben mit der Engine fertig sind. Erst dann dürft ihr. Zack, nächste bitte. Ja, es geht doch vorwärts, würde ich sagen. Da haben wir doch irgendwann mal die Kurve gekriegt hier ganz normal. So, jetzt noch ein bisschen Auftragsarbeit, weil Kohle. 100.000 sind 100.000. Die möchtest du erstmal in der Tasche haben. Und dann sollten wir mal ganz fix ein Spiel herstellen, sonst wird es kritisch. So, sonstiges erforschen, mach weiter. Solange wir es uns noch leisten können, das zu machen, machen wir das. Aber das ist halt auch 100% Produktionskosten für Konsolen. Ist mir völlig wurscht. Ob die Speicher heutzutage teurer werden oder nicht. Es könnte mir nicht egaler sein. Egalerer. Wir wollen noch 300.000 dafür. Dankeschön, nehmen wir alles mit.
was auf der Straße rumliegt, gehört mir. So. Ich gerade beschlossen. Was 87.000 für 1,2 Millionen? Das ist ein Auftrag. Trainingsrohrs macht man. Was ist das bei euch überhaupt noch? Musik 84. 88, 90. Dann seid ihr 100 und ich muss mich um euch nicht mehr kümmern. Wir haben 200-prozentige Soundmitarbeiter. Der Rest ist mir egal. Und Grafikarbeiter auf 100 haben wir auch schon fast. So, sonstiges erforschen. Dankeschön. Und du auch noch sonstiges erforschen. Jawohl. Atmosphärische Ambienz, irgendwas. Das gibt zwar die Engine her, aber. Wollen wir nicht kleinlich sein, ne? Ist ja vollkommen unerheblich. Nein, danke. Ich hab nix. Ich will auch nix. Dankeschön. Die haben schon wieder nichts zu tun. Geht ja mal gar nicht. Die Maschinen stehen auch wieder still. Das geht auch nicht. Der ist auch gleich wieder fertig da oben. Die beiden. Hä? Was wurde abgebrochen? Warum? Habe ich doch gar nicht. Ging jetzt die Zeit aus oder was? Hm. Also hier unten schon mal ne. Fallen die Pakete direkt durch die Wand, auch nicht schlecht. Zack, nächste. Hier ist auch noch 14 Uhr. Ich habe keine Ahnung, was die immer für Probleme haben. Schön, nächste Auftragsarbeit. Ihr könnt schon wieder das hier machen. Wahnsinn. Halt, lohnt sich das überhaupt noch? Nö, lohnt sich nicht. Weil du hast deine 100 und wo ist der andere Heini hier? Das liegt hier, braucht doch keiner mehr. Kurs abbrechen, dankeschön. Kostet alles nur Geld. Was ist mit dir? Grafik 63, komm mal her. Grafik. Wo ist der andere Grafiker? Wen nehmen wir noch dafür? Keine Ahnung. Grafik, Grafik, Grafik. Wir stellen einfach noch eins mehr ein, oder? Einen auf jeden Fall noch. Grafik. Du da, selektieren, komm her. Und gut ist. Und ihr beiden dürft einen Grafikkurs machen. Wechseln mit Federmann. Yay, was brauchen wir dafür? 1999, mhm, dankeschön. Muss wohl erst wieder irgendein Rotzspiel rauskommen, bevor man das darf. So, was ist hier Neues? Du hast auch schon nichts zu tun. Das geht gar nicht. Was braucht man eigentlich beim Motion Capturing? Technik. Programmierung. Das sollte nicht das Problem sein. Stop. Ja. Halt Engine updaten, was hält man denn am Angebot? RPG zum Beispiel. Dann wird es Zeit, endlich mal einen neuen Nachfolger von Knights at Night rauszubringen, oder? Jetzt, wo wir Nachfolger rausbringen können. Ernsthaft? Ach, ist wieder wegen den 10.000. Gibt mir doch gleich die Funktion, die gab es bestimmt irgendwo. Ich habe es nur nicht gesehen. Programmieren, Alt Engine updaten. RPG, ja, da war es Bank. Ich spiele das jetzt schon zu lange. Eindeutig. 2,9. So, Hammer, Hammer. Los geht es. Ich gebe hier die ganz, ganz große Kiste. Und wird weiter fleißig produziert, bis der Arzt kommt. Und jetzt können wir nicht langsam mal Geld machen. Und wenn die Engine fertig ist, dann geht es natürlich mit dem nächsten Mal. Oh, das war große Summen. Zu tun? Kann ich so nicht akzeptieren. Wo ist eigentlich unsere Qualitätssicherung? War das die hier? Hier ist die Entwicklung. Haben wir eine Qualitätssicherung überhaupt? Ich möchte doch mal ein Ja. Wo ist das Ding? Ist es die hier? Ja, es ist. Ach ja, das war der andere Entwicklerraum. Deshalb. Stop. Personal, ihr gehört nämlich jetzt mal kurz darüber. Dankeschön. Raum koordinieren ist in Ordnung, aber koordinieren den da. So, und jetzt brauchen wir neue Arbeiter.
Denn ihr werdet jetzt Spiel entwickeln. Nein, Nachfolger entwickeln. Und zwar von... Was ganz Altem hat nicht getaugt, hat nicht getaugt, hat nicht getaugt, hat nicht getaugt. Na gut, aber 71 geht's los. Knights of Night. War of Gods war nett, aber... Hm. Knights at Night. Mit der RPG Engine. Rollenspiel? Ja, selbstverständlich. Was denn auch sonst? Ritter brauchen wir auch nicht umstellen. Spielgröße, aha. Halt was? Maximale Features 20? Nee, 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 nee. Da haben wir aber was Besseres, würde ich sagen. Da macht ihr noch ein bisschen Auftragsarbeit. Und die Kollegen da drüben werden sich jetzt gleich mal bemühen auf dem schnellsten Wege. Nichts Brauchbares, nichts Brauchbares. 38 lohnt sich nicht. Uwe Nielsen. Mhm. Dann nehme ich gleich mal AAA hier, ja, forschen. Und sonst nicht forschen. Dankeschön. Natürlich brauchen wir dafür Geld. Geht wahr. Eine Million sind reichen mir. Dankeschön. Forschen AAA. Du machst forschen. Ja, genau. Mach mal. Ihr werdet schon wissen, was ihr macht. Ich habe kein Spiel, könnt mir nichts aus der Tasche ziehen. Gibt nichts zu unterstützen. Wäre auch ganz praktisch, wenn wir später mehr haben, aber eins nach dem anderen. So, wer haben wir denn hier noch übrig? Ne, unsere Grafiker, sorry, aber ihr müsst jetzt auch mal langsam ins Grafikbüro. Sag mal, ja, du hast 53, du hast 80. Ne, dann kommt mal her, liebe Freunde, nochmal zurück. Trainingskurs, Grafik. Ganz so jämmerlich muss es ja nur ohne sein. War das mit dem Training heute noch, oder? Halt, Bugs entfernen, hä? Was geht denn jetzt ab? Eine Woche. Mhm. Cool, abbrechen. War schön. Personal, selektieren. Deswegen, das... Ach, Leute. Der hat automatisch das da oben als Auftragsbüro Nummer 1. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. So, was willst du hier noch erforschen? Filmaufnahmen nachmachen. Dann können wir die ganz, ganz große. Aber dann, was braucht man hier unten? Nur Technik, ne? Programmierung. Ist okay. Warum man in dem Capturing-Programm. Ja, gut. Programmierung. Grafikdesign wäre ja auch nicht schlecht, aber hier. Mhm, mhm. Wir wissen, es braucht natürlich keinen Sound. Weil, warum sollte es? So, haben wir jetzt. Danke. Mal, mal Zahlen zu hier und du machst jetzt irgendwas. Thema forschen. Tja, was wollen wir denn eigentlich für ein AAA irgendwas? RPG, ne? Drachen können wir auch noch mitnehmen. Machen wir auch schnell Drachen und dann geht's los. Auftragsarbeit. Ja, mach mal, bringt mal Kohle rein. So, du kommst hier rüber. Und du bist auch kleiner Entwickler, ne? Ja, ja. Sag ich mal, das Personal. Die brauchen nämlich von allem etwas. Egal, ihr seid meine Chefentwickler, ihr kriegt das hin. Ich vertraue euch. So, 2 Millionen auf der hohen Kante. Legt los, macht schnell. Danke. Und jetzt Spiel entwickeln. Ja. RPG. Rollenspiel. Wo ist es? Rollenspiel hier. Blind geboren. Ritter und Drachen. Erwachsene. Ihr wisst doch. Ja, Erwachsene. AAA. Ich wollte doch Nachfolger, ich Idiot. So, Nachfolger und Remaster. Dankeschön. Knights at Night. Rollenspiel mit der RPG Engine. Knights at Night 2. Größe A. Von B auf AAA ist schon ein gewaltiger Sprung, würde ich sagen. Unterthema diesmal Drachen. Dragon's Roar. Das, warum nicht? Ich kann es, also mache ich es. War das mit den alten Altersgruppen richtig? Ich habe keine Ahnung. DevKids erwerben. Veröffentlicht. AA, AA. Wenn ihr kein AA habt, ist AA habt, ist mir sehr Core FX. Mhm. Whatever. Nee, sorry, aber ein Virtual Joy. Mhm. Tut mir leid, aber ich habe die Plattform, die das können. Deshalb
Wurscht. Neueste. Dankeschön. Kopierschutz erwerben. Dankeschön. Den nehmen wir. Fertige Spielberichte. Knights at 9, bitte. Alle Erwachsenen haben wir schon mal nicht richtig. Also nehmen wir alle Altersgruppen. Erwachsene Senioren nicht. Das ist übertrieben. Spielberichte nochmal. Knights at 9. War alles noch nicht so ganz perfekt. Fanbriefe. Knights at 9. Bessere Atmosphäre und einsteigerfreundlicher. Das kriegen wir hin. Einsteigerfreundlicher, Atmosphäre. Und wie war das jetzt? Der Rest ist auch alles nicht. Also Gameplay, Story, Atmosphäre, einsteigerfreundlich und Core Gamer. Weil es ein RPG ist, sorry. Das war schon optimal. Alles selektieren. 5,83 Millionen. Bank. Ich brauche da mal kurz Geld. Oh Mann, 7 Millionen Kredit. Das könnte jetzt tatsächlich etwas, aber wirklich nur ein ganz klein wenig schwierig werden. Nochmal 280.000, dann nehmen wir gleich mal ein bisschen mehr auf. 9 Millionen Kredit, warum nicht? Dafür brechen wir wahrscheinlich alle Rekorde. Und hier kommt jetzt gleich Grafik. Ja, Grafik verbessern. Alles außer Zwischensequenzen. Haben wir die nicht schon erforscht, sagen wir? Vielleicht gibt es die auch nochmal. Kann auch sein. Und im Mocap. Alles. Dafür brauchen wir aber jemanden, der von Programmierung Ahnung hat. Kurze Frage: Wer bist du und warum? Programmierung hast du schon mal nicht drauf. Das wäre die Frage auch schon erledigt. Dann werden wir jetzt einen holen, der Programmierung drauf hat. Aus denen hier aus. Du hast leider auch Musik und Sound. Das geht schon mal nicht. Du hast nicht Musik und Sound. Das wäre erste Wahl. Du hast immerhin Grafik drauf und du hast auch Grafik. Also bist du erste Wahl, um jetzt mal kurz hier runterzukommen. Bist zwar ein bisschen beschäftigt, aber egal. Und die Grafiker kommen dann auch bald, wenn sie fertig sind mit ihrem Trainingskurs. Und wisst ihr was, du koordinierst mal. Ja doch, du kannst die drei Leute koordinieren, macht nichts. Gibt Schlimmeres. Fankampagne starten. Das wäre ein bisschen übertrieben. Mach die Werbung offen. Reicht. Weißt du, wieso wurde der Produktionsauftrag abgebrochen? Habt ihr das nicht geschafft oder was? Fährt nicht mehr. Die Qualitätssicherung bräuchte auch ein paar Leute. Was brauchen wir in der Qualitätssicherung? Gameplay und Programmierung. Leute, ihr kostet mich Nerven. Ich könnte natürlich auch eiskalt einen unserer Gameplay-Programmierer da reinnehmen. Also du hast Grafik, du hast Grafik, du hast Grafik, Musik und Sound. Wir könnten natürlich jetzt mal gucken, wer ist denn hier dran. Musik und Sound. Ihr habt von gar nicht anderen nur Ahnung. Die Musik kommt auf anderen Wege hier rein. Also gut. Musik und Grafik weg. Dann werden wir zwei so und einer, der hier Gameplay verbessert. Alles. Das werden wir hin und her tendieren mit den Arbeiten. Das wird lustig. Ich schätze mal, es wird eine längere Folge. Aber hey. Wo wir gerade dabei sind, starte Marketingkampagne, Games. Und da wir das jetzt selber, ja. Musst du hier automatisieren, wenn, erstmal eine Fan-Kampagne und dann darfst du darüber. Könnte interessant werden. Können wir bitte neue Mitarbeiter kriegen? So, was ist hier los? Noch mehr Aktenordner. Ihr geht mir jetzt aber langsam auf den Keks. Schränke. Ist halt im Aufenthaltsraum ab. Ich kann es nicht ändern. Oh, danke schön. Wäre doch gar nicht nötig gewesen. Was brauchen wir hier bitte? Folgende Eigenschaften: Büroarbeit. Aha, und hier brauchst du Büroarbeit, nehme ich an. Also kann ich dich hin und her hetzen. Was kannst du? Auf keinen Fall Büroarbeit. Schön zu wissen. Personal einstellen: Büroarbeit. Naja.
Aufgabe 0 Woche. Aha, deshalb, die sind einfach zu langsam, die Maschinen unten. Dann werden wir gleich noch eine Produktionsmaschine dazustellen. Weil wir es können. Schade drum, deshalb hat das auch nicht geklappt. Ja, ist klar. 1.008.000. Machen wir. Gucken hin und schauen mal, ob es klappt. Ihr könnt auch bei der Arbeit besser werden, los geht's. Jetzt wird's lustig. An allen Fronten wird gearbeitet, am Nachfolger von Knights at Night 2. Einfach immer denselben Level bauen und dann einen Wagen davor stellen. Wir haben es ja inzwischen gehört, ne? Alles ein bisschen teuer, ey. 4 Wochen wären dafür zu kurz. So viel habe ich schon verstanden. Produzieren fleißig weiter. Hier geht's aber ab. Wir könnten ein paar einfache Bürohengste brauchen, die mal Auftragsarbeit machen oder so. Lass mal lieber. Warten auf die guten, sonst haben wir nur. Sind nur so, wohl. Brauchen Programmierer, richtig? 1, 2, 3, 4. Einstellen, zack. Starte Trainingskurs. Programmieren, zack. Mach mal. Dann bin ich wahrscheinlich gleich pleite, aber hey. Neue Forschung, Feature, gerenderte Grafik. Das fällt euch jetzt auf, wirklich? Muss der Quatsch sein? 612 und 12, das ist ja wohl nicht das Problem. Ja. Die Spiele sind noch gar nicht veröffentlicht, geschweige denn bekannt gegeben und die haben schon negativen Bericht drin. Jetzt schnell wieder. Ob soll meine Leute schlecht machen? Wir werden sehen, ob es klappt oder nicht. Wahrscheinlich monatelang an dem Spiel keine Arbeit, nur noch am Drumherum alles. Das ist schon komisch bei Mad Games Tycoon. Aber das Glück bringt genug Gewinn, dass man ein paar neue Engines bauen kann. Dämonen, Cyberspace, irgendwas. Mhm. Third-Person-Shooter, Dämonen, ja, ja, klar. Warum auch nicht? Wir haben ja alle nichts anderes vor. Ha, wieder Geld. In der Kasse. Ey, Kasse. Ey, ihr wisst schon. Ich muss auch ne. Komm her. Du da hier, danke. Erhöhen wir bitte noch den Hype. 50, dankeschön. Damit wir hier ein bisschen. So. Kohle. Es geht um Kohle. Was ist denn jetzt schon wieder? Kopierer. War ja klar, dass das irgendwann kommt. So, dann hauen wir euch hier noch einen hin. Klo darf ich euch keinen werfen, schade, aber Leben ist hart. Das Leben ist manchmal hart. Der Chef würde gerne seinen eigenen haben, aber passt nirgendwo rein. So. Geht ins Grafikbüro, wenn ihr zum Kopier was kopieren wollt. Die aber wackelt nicht am Tisch, die Leute zeichnen da gerade. Ja, ich weiß, ich sollte mein Support-Team vergrößern. Ich kann es doch nicht ändern, Leute. Ich kann mir doch die OOO Game Design. Die Leute auch nicht aus den Ärmeln saugen. So, einstellen, Dankeschön. Fan-Kampagne starten, Werbeanrufe, Dankeschön. Schon ist wieder alles gut. Super Bionic Force. Star Rabbit. Dass das nicht Spiel des Jahres geworden ist, kann ich gar nicht nachvollziehen. Hm.
Ah, so 1 Million in 4 Wochen kriegen wir hin, schön zu wissen. Mehr Fernseher? Na, ist selbstverständlich. Warum auch? Das frage ich überhaupt erst. Schauen wir die mal Fernseher. Das ist doch ganz selbstverständlich und natürlich. Reicht's jetzt? Oder? Wenn ihr 2 Fernseher im Aufenthaltsraum haben wollt, wünsche ich euch viel Spaß beim Fernsehen. In eurer Freizeit allerdings nur. Wenn auf Arbeit wird gearbeitet, sonst kracht's. So, und du starte Marketingkampagne Games. 100. Was heißt hier, ich habe nicht genug Geld? Ist das euer Ernst? Kann ich auch nicht. Kann ja gar nichts hier. Ist ja fürchterlich. Ich brauche den Hype, sorry. 10 Millionen, jetzt wird es aber unterhaltsam. So, jetzt ist das Spiel schon dreimal fertig, habe ich das Gefühl. So, wollen wir noch was produzieren? Weil wir gerade so lustig dabei sind. Ui. 1,6 Millionen im. Das wird wohl etwas zu knapp werden. Ich soll mal über kleinere Produktionsanlage einmal. Ach, jetzt ist der scheiß Drucker am Weg. Reicht doch so nicht, oder? Den Drucker umräumen. Wo räume ich ihn denn hin? Hier offensichtlich nicht. Lagerraum darf ich nicht. So, bitteschön, alle glücklich und zufrieden. Produktion, zack, zack. Und du darfst auch deine Pakete rausschleudern. Grauenhaft. Was habt ihr denn jetzt schon? Kann doch gar nicht sein. Alle 5 Sekunden ändert sich das hier gerade. Das meine ich, wofür ich da unten den Lehrgang habe. Ah, die sind ja Programmierung hier, ne? Die Heinis. Ja, ja, die können danach kleine Game-Design machen. Dann werden wir jetzt noch ein paar Büroarbeiter einstellen. Oder auch nicht. Wenn ich mir das angucke. Alan Barnes, Lillian Mueller. Komm her, einstellen, starte Trainingskurs, Büroarbeit für Idioten, ich meine für Anfänger. Was geht jetzt? Kann ich mir das leisten? Wahrscheinlich nicht. Interessiert mich das? Auch nicht. Wirklich? Irgendwas wird vom Markt genommen, kann mir auch gerade egal sein. Neue Features gibt es auch schon, kann ich aber gerade nicht erforschen. Geht klar. Dann halt nicht. Habe ich nicht was gesagt, von wegen macht das bis wir ganz oben sind? Willst du nicht so ganz auch noch? Reicht nicht das Geld. Dann warten wir, bis das Geld wieder reicht. Marketingkampagne. Dum-dum-dum. So schnell kann's gehen. Wir hypen das Ding bis in den Tod. Unsere Leute werden trainiert. Bank. Was ist denn schon? Oh, jetzt wird's vielleicht doch etwas übertrieben. Egal. Das Spiel wird der Burner. Alles oder nichts, liebe Freunde. Alles oder nichts. Die Entwicklungsabteilung kommt auch schon hinterher. Ich mache gerade Teil 2, geht wahr. Nochmal 1 Million drauf, kann ich gut gebrauchen. Und dann wird ein Videospielboom in dem Moment, in das Spiel rauskommt. Das wäre der Hammer. Ich schätze mal, wir werden jetzt bis zu dem Punkt, wo hier die wenigstens die Produkte an sich fertig haben. Naja, genau so muss es laufen. Oh, oh, oh. 1997 bringen wir eins dieser modernen Supergames raus. Jetzt
bei dir ist Büroarbeit 40. Ich dir erstmal was sagen, du kommst jetzt mit hier rein, das dauert nicht lange. 40,7, genau deswegen nämlich. Produktion bitte. Und Chef bleibe ich, Basta. Da kenne ich doch nichts. Und jetzt. Wer ist gerade arbeitslos? Keiner? Gut. Da wäre noch eine Anzeige jetzt nicht schlecht. So drei Leute ohne Beschäftigung und sowas. Keine neuen Mitarbeiter mehr. Das ist schön zu wissen. Dann gucken wir mal, was wir gerade noch so auf der Liste haben. Nicht, 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 nicht und noch mehr Grobzeug. Gut, das. Naja, wir bilden ja gerade aus, ne? So. Erwartbar. Und nochmal Produktion. Ja, danke schön. Produktion. Immer drauf, immer drauf, immer drauf, immer drauf. 500 Bucks. Und die arbeiten noch an der Qualität. Der arbeitet noch an der Qualität. Schon harte. Der hat einen ganz schön harten Job, das muss man ihm lassen. Die Grafiker arbeiten auch durch die Fingerwund. Alle beide. Man braucht immer dreimal so viele Grafiker und Soundarbeiter wie alles andere. Deswegen sollte der Chef dann auch wahrscheinlich bei der. Am Anfang Grafik zu arbeiten. Zu supporten. Das heißt, hier dann Koordinierung für was anderes. Meist, am meisten gehyptes Spiel ist nicht Destiny, das ist eindeutig Knights at Night 2, Dragon's Roar. Zumindest ein paar Minuten. So, wer sitzt hier denn eigentlich schon der Fall rum? Programmierung, Programmierung. Warum macht ihr gerade nichts? Das ist mir jetzt ein bisschen suspekt. 77, dann könnt ihr eigentlich noch einen Kurs machen, würde ich sagen. Ihr müsst hier nicht voll rumsitzen, ja? Da habe ich aber ein ganz gravierendes Problem mit. Ja, geht noch, das geht's. Stellt euch nichts an, wir haben alle noch was zu tun. Nein, möchte ich nicht. So, und jetzt geht's los. Als erstes brauchen wir freie Mitarbeiter in der Qualitätssicherung für Programmierung und Dings da uns da. Zack, rüber. Und du? Zack, rüber. Und ja, ihr bleibt bitte alle da. Und wer auch immer du bist, Game Design Programm. Du kommst mal kurz hier rüber. Du forschst jetzt mal hier drüben. Und zwar an Features. Dankeschön. Support von VA her. Jawohl, mach mal ein VA. Warum auch nicht? Warum nicht? Ne, das ist klarer Fall. Was ist denn jetzt schon wieder? Feuerlöscher. Diese Nebensächlichkeiten, das ist halt so. Ne, ich kann nicht arbeiten, wenn ich kein Feuerlöscher habe. Das muss ja auch irgendwie funktionieren. Nee. So, schon erledigt das Thema. Einen wolltet ihr haben. Na, wenn das in dem Büro euch hilft, dann helfen tut ihr Dingsens, ihr wisst schon. Dann ist das halt so. Wir werden das selber rausbringen. Das wird der Hammer. Oh oh, oh oh, 0 Wochen reicht nicht. Ach klar. Einfach zu viel, das kriegen wir nicht in die Menge. Sind wir mal fertig, dann können sie nämlich schon die Bugs entfernen. Immer noch nicht, meine Fresse. 5000, hier kommen noch 4000, die nicht mehr, ja. Aber immerhin. Das kriegen wir hin. Wir kriegen 1 Million pro Monat hin, voraussichtlich. Plus minus. So, was ist jetzt schon wieder eine neue Forschung? Ist ja auch mal schön zu wissen. Aber ich mache keine Konsolenforschung, weil. Sieht aus, als ob ich größer wäre. Und gerenderte Grafiken können wir nachher gleich noch die nächsten Engines updaten. Schrägste die Engine, mit der wir das nächste Spiel machen. Das dann auch wieder 3 Jahre dauert. So, unsere Programmierhainis sind auch fertig. 93, da geht auch noch was. 88. Na, da geht auch noch was, liebe Freunde. Was darf der nächste Programmierkurs für euch? Bevor ich euch an das nächste Spiel ranlasse, wahrscheinlich. Ihr müsst Allround-Programmierer werden, die alles können. Absolut alles.
Lauf rum zu heilen, da ist doch schon eine Werbekampagne. Da läuft doch schon was. Immer mit der Ruhe. Sieger Screamcast, wenn ihr das sagt. Könnte mal ein neues Spiel mit meiner Engine rauskommen, damit ich Kohle habe. Ja, klasse. Weil ich habe Features hier, was da? Es geht so nicht. Bank, ich brauche Kohle. So, jetzt alles oder nichts, ne? Ihr wisst Bescheid. Na also, genau. Haben wir jetzt schon 100%, sehr schön. Dann darfst du dabei mal kurz hier rüber. Dankeschön. Dann sollte es auch da keine Fluktuation mehr geben. So, wir wollen jetzt aber sowieso schon mit höchster Geschwindigkeit. Haha. Was macht ihr hier eigentlich? Bugs entfernen. Wieso macht ihr die ganze Zeit nichts? Stell ich mir jetzt das fest. Die sind nämlich alle schon fertig hier, nur muss nebenbei. Auf deren Mauten noch. Dankeschön. Koordinierung abbrechen. Raum koordinieren. Und zwar den hier. Und dann brauchen wir nur noch einen Bürohengst, dem wir das zutrauen können, dass er Büroarbeit. Jawohl, das ist Lord Xen. Du hast 100? Nein. Ja, du hast 100. Hier rein. Du hast 100. Dankeschön. Hier rein. Du hast. Hier ist keiner mehr. Gut, dann können wir das ja abbrechen. Ey, was war das jetzt gerade? Und meine Programmierer sind bei 93, 100, 98. Sehr gut. Dann könnt ihr jetzt nämlich den nächsten Trainingskurs machen. Und zwar Game Design. Um nichts anderes ging es, dass ihr Allrounder werdet. So, der hier unten wird langsam Oma fertig. Schon auf Stufe 3. Müsste eigentlich auch ein größerer Raum sein, aber egal. Was in 18 mehr reicht. Jetzt sind wir bald dabei, für uns selbst zu produzieren. Wenn Bugs und so weiter fertig sind, geht's rund. Erforsche Themen. Hauptsache beschäftigt. So. Produktionsauftrag hinterher schieben. Wenn wir nicht ständig knapp unter der Grenze werden, haben wir schon manchmal 25% oder so. Naja. Wachs entfernt, ja? Gut. Dann alle selektieren. Hier rüber. Das hatten wir schon, ne? Ist hier noch irgendwas zum... Nein. Dann Engine. Neue Engine. Optimiert für? Ich habe keine Ahnung, was haben wir noch nicht. Echtzeitstrategie. Ja, aber selbstverständlich doch. Features alle. Bis der Arzt kommt. Dann Engine. RTS. 32. Was Besseres gibt es auf dem ganzen Markt nicht. Dankeschön. Macht man. Weil am Spiel wird nicht mehr gearbeitet. Nur noch der hier. Ist auch fertig? Ist nicht wahr? Alle fertig? Wow, na dann. Entwicklung abschließen. Ja. Selbst produzieren in 4 Wochen. Kommt das Ding auf den Markt mit. Ach, farbig. Mit Aufklebern und Spielkarten und. Klobigen T-Shirts und der Verkaufspreis geht hoch auf 49. So, weil Produktionspreis ist hoch. Dankeschön. Bum, 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 bum. Grafik sieht echt gut, aber kleine Schönheitsfälle. Was? Der Sound und die Musik haben sich klasse ausgezeichnet. Die Steuerung ist super, es macht Spiel nur Spaß. Das Gameplay ist gut gelungen. Wir sind kaum schlecht in die Spielsrichtung und gelöst, gerade Grafik, Sound, aber nicht für den Umfang. Ich könnte euch schon mit an die Decke hauen. Stop. Wir produzieren. 500.000 machen. In 4 Wochen geht's los.
Hoppla. Tja, das war der eine Schritt zu viel, würde ich sagen. Zinsen haben uns aufgefressen. Da war die Staffel beendet, bevor wir das große Spiel rausbringen könnten. Wir waren wohl doch etwas zu ungeduldig. Können wir das jetzt noch ändern? Nee, ne? Keine Ahnung, ob ich das jetzt bugfixen kann oder ob ich da jetzt cheaten muss. Wahrscheinlich werde ich jetzt mal kurz cheaten, weil es ist jetzt doch etwas doof. Aber dann sehen. Wenn nicht, fangen wir mit der neuen Staffel an und ich teste das hier zum Spaß aus, wie das Spiel durchgehauen hat. Das sehen wir dann aber erst in der nächsten Folge. Was soll's? Traurig, traurig. Aber so ist das Leben. Mal gucken, was morgen kommt. Bis dahin, Xen out.